Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zum Let's Play von The Long Dark. Es geht sofort los. Ich spreche aus der Zukunft zu euch. Eigentlich spreche ich aus der Vergangenheit zu euch, weil ihr jetzt in der Zukunft seid, von hier aus gesehen, aber aus der Zukunft, aus der Sicht der gleich folgenden Long Dark-Folge. Und zwar entschuldige ich mich für die Qualität des Sounds. Die wird wirklich nicht so gut sein, weil ich vergessen hatte, mein Mikro anzustellen und dann ich dann nur die Tonspur hatte, die zum Glück die Webcam mit aufgenommen hat, aber die ist halt nur so suboptimal. Deshalb entschuldigt den Sound. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ich muss mir echt mal irgendwie ein paar Zettel hier an die Wände kleben, was ich alles tun muss, bevor ich anfange, ein Let's Play zu starten. Entschuldigt also im Voraus und hoffentlich trotzdem viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Draußen tobt ein furchtbarer Sturm. Ray ist zum Glück hier drin. Ja, gleich zu Anfang habe ich eine traurige Nachricht. Irgendwie ist mal wieder JJs Spielstand verschwunden. Das heißt, die Abschiedsfolge für JJ muss noch ein bisschen warten, weil ich jetzt nur noch einen etwas älteren Spielstand von ihr habe, der auf einer externen Festplatte liegt. Und das ist der, wo sie im trostlosen Marschland in der Höhle sitzt. Naja, jetzt sind wir erstmal hier mit Ray. Muss man einmal ein bisschen leiser stellen. So, und jemand hat mir erzählt, ich könnte hier gucken, wo ich schon war. Entdeckte Orte. Achso, wahrscheinlich ein Tagebuch. Was quietscht denn? Das klingt dann so, als würde die Tür aufgehen. Gut, im Ort der Trostlosigkeit, da sind wir ja erstmal nicht. Küstenstraße. Die Hütten am Wasser. Pendlers Wehklage. Okay, Haus an der Küste. Das heißt, wir waren jetzt noch nicht an den Fischerhütten, ne? Ah, da können wir dann irgendwann mal hingehen, wenn es nicht mehr so dolle laut ist da draußen. Ich wollte gucken, wie viel Reh ich für eine Hose, genau. Drei und viermal Darm. Okay. Darm sollten wir zusammen haben, das andere noch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Fragezeichen, Stunden Tageslicht über. Wir hauen uns hier mal hin. Meine Güte, was für ein Krach. So ein böser Wind. Oh, schon wieder vergessen hier. Ha, Timer anmachen. 11 Stunden Tageslicht. Das heißt, man kann schon mal wieder den Himmel sehen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir wandern sollten. Ich höre Schritte. Ist hier irgendwo ein Bär? Das wäre schlecht. Ja, apropos Bär. Steppenwolf schrieb mir in die Kommentare, dass ich besser. Das habe ich übersehen. Bei den Hütten am Wasser lagern sollte, als mein Basislager aufschlagen sollte. Weil hier ja immer der Bär rumläuft. Ich habe das Gefühl, ich höre ihn. Aber sehen tue ich ihn nicht. Ein Ninja-Bär. Naja, wäre er ein Ninja-Bär, würde ich ihn ja nicht hören. Ah, guck mal hier. Hope I can still eat this. Klar, kannst du alles noch essen. Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Am Kofferraum waren wir schon, aber scheinbar im Auto noch nicht. Bilde ich mir das ein? Sind das gar keine Schritte? Sind das irgendwelche anderen Geräusche? Ich würde sagen, das sind schwere Schritte auf Schnee. Aber wer weiß, was ich da höre. Sehen tue ich ihn jedenfalls nicht. Unseren pelzigen Freund. Na, auf jeden Fall, da ist ein Wolf. Bin ich schon wieder auf den Schießen?
Geh weg. Ich hoffe, das wirkt im Zweifel auch gegen Bären, falls hier doch einer ist. Gut, aber dafür, dass der Wolf dann jetzt da rumlief, während ich hier schon rumlief, war der recht friedlich, ne? Geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, die Frage ist, die Hütten am Wasser. Ich bin sehr sicher, da ist keine mit Feuerstelle. Wenn der Wolf mich jetzt nicht nervt, würde ich sagen, wir gehen da mal einmal gucken. Aber ich behaupte, die haben alle keine Feuerstelle. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich muss da nur mal einmal hin. Ist der Wolf immerhin noch hinter uns her? Nein. Scheinbar sind wir ihm langweilig geworden. Gut für uns. So, ein Bär oder ein Fleck auf meinem Bildschirm? Letzteres. Gut. So, Ray muss erstmal aufhören zu rennen. Ich sehe jetzt im Moment den Bären nicht, der da hinten wohnen müsste. Wer weiß, wo der sich umtreibt. Vielleicht an den Küstenhäusern. Also Cottages. Nun ja. Ja, das mit JJ tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was das immer ist. Ich meine, ich hatte jetzt einen Systemwiederherstellungspunkt benutzen müssen, weil irgendwie eins meiner Programme nicht mehr startete. Und das hat irgendwie, gestern Abend ging es noch an und heute Morgen nicht mehr. Und da war irgendwie ein Windows-Update, was das wohl durcheinander gebracht hat. Habe ich dann zurückgesetzt, schön und gut. Und danach war das. Aber eigentlich sollte das ja auf Dateien keinen Einfluss haben, sondern wirklich nur auf die Systemeinstellungen. Deshalb bin ich da jetzt etwas verwirrt. Aber das ist das einzige, sag mal, Signifikante, das einzig Signifikante, was da passiert ist, seitdem die Spielstände noch da waren und jetzt auf einmal nicht mehr da sind. Gut, Ray ist ja jetzt erstmal der Wichtigste. Aber mit dem ja im Moment spielen. Und JJ ist ja nun nicht weg. Die Hütten am Wasser. Wenn irgendwo ein Bär ist, möge er verschwinden. So. Oh, ich dachte, da liegt eine Leiche. Mal ein Stein. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich würde behaupten, hier sind keine. Also dieses Haus hat keine Feuerstelle. Nein, 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 nein. Dann ist da drüben noch ein weiteres Haus und das war es dann hier, glaube ich, auch schon. Das abgebrannte Haus da, das sieht so aus, als hätte es einen Kamin gehabt. Aber es ist ja leider abgebrannt. Scheiße passiert. Ich meine, Mist passiert. Nein, hier ist auch keine Feuerstelle. Nope. Und hier waren wir auch schon. Na gut. Also, tut mir leid, aber hier möchte ich dann wirklich keine Basis. Ich sehe den Nachteil der Küstenstraße, also da des Hauptortes, des Zentrums, die Innenstadt von Coastal Highway sozusagen. Ich sehe die Vorteile bzw. die Nachteile, aber ich möchte wirklich eine Basis, wo drinnen eine Feuerstelle ist. Huch. Ach, der erschreckt mich immer so. Ich meine, klar, besser er schreit und bricht sich nichts als umgekehrt, aber er erschreckt mich damit immer ziemlich. Ich glaube, da ist das Bärchen. Dann sind wir mal froh, dass wir nicht da sind, nicht wahr? Da ist ein Häschen. Es hat wahrscheinlich Angst vor der Fackel. Verzeihung. Ich glaube, den Infekt werde ich bis Ostern nicht mehr los. So sieht das aus. Oh, shit. Mist, Mist, Mist. Ja, ich sollte nicht mehr fluchen. Ich habe das gestern gesehen. Bei YouTube habe ich durch Zufall gesehen. Ich habe irgendwie über 400 Videos auf meinem Kanal. Und eins ist
hat so eine gelbe Markierung. Ne? Das heißt, dafür wirst du nicht gesperrt oder so, aber das ist nicht werbefreundlich. Also das dürfte man nicht monetarisieren. Und das ist völlig random. Das ist eins der Obscuritas-Videos, ich glaube Kapitel 2, Teil 4. Oder Teil 4, Kapitel 4, Teil 2, ich weiß es nicht genau. Also völlig random. Alle anderen Kapitel und Teile davon sind in Ordnung. Nur das ist nicht werbefreundlich. Und ich frage mich, seit ich das gesehen habe, was ich da gemacht habe. Ist nicht so, dass ich das schlimm finde oder so, ist mir egal. Ich will nur nicht, dass mein Kanal gesperrt wird wegen irgendwas. Aber das ist es ja auch gar nicht. Also es trifft mich nicht, es macht mich nur sehr neugierig, was ich da wohl gemacht habe. Was ich da wohl angestellt habe, dass das nicht werbefreundlich ist. Ähnlich wie damals mit einem Mädchen aus meiner Stufe, als ich noch zur Schule ging, in meiner Jugend. Das war auch so, da waren Mädchen in meiner Stufe, wir waren in der Stufe irgendwie 110 Leute, also echt viele, und da kannte sie dann halt nicht jeden so genau. Ich wusste, wie die heißt, wir grüßten uns, wenn wir uns sahen, ne, so anerkennend, wir kennen uns, sehr guten Tag. Aber ich hatte so mit der nichts zu tun. Also nicht feindselig, aber jetzt auch nicht, dass wir irgendwie engeren Kontakt hätten. Und dann haben wohl zwei Freunde von mir, die in der Kneipe getroffen, und haben irgendwie über mich gesprochen. Also, ne, so beiläufig so irgendwie. Genau, es ging um die Stufenzeitung. Die Sandra macht jetzt bei der Stufenzeitung mit, hat einer von meinen Freunden erzählt. Und daraufhin hat die wohl gemeint, die mag ich ja nicht. Und da war es genauso. Das war mir eigentlich egal, weil sie mir egal war. Weil wir ja, wie gesagt, nie miteinander kommuniziert haben. Aber es hat mich halt neugierig gemacht, was sie für ein Problem mit mir hatte. Weil wir ja nie miteinander kommuniziert hatten. Ja, wenn wir uns irgendwie mal unterhalten hätten und sie dann eine Chance gehabt hätte, mich kennenzulernen, okay. Aber so, versteht mich nicht falsch. Wenn jemand mich kennt und mich nicht mag, na, hat er mein vollstes Verständnis. Also wenn ich nicht ich wäre, würde ich mich manchmal, glaube ich, auch extrem nerven. Nein, ich habe wie jeder Mensch sicherlich Charaktereigenschaften, die nicht unbedingt furchtbar liebenswert sind. Aber die konnte sie gar nicht kennen, weil sie mich ja gar nicht kennt. Deshalb hat mich einfach neugierig gemacht. Ich hätte sie einfach mal fragen sollen. Aber das habe ich dann auch wieder nicht getan. So. Ja, ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte das. Das war mir gar nicht so aufgefallen, dass ich nur ein paar Socken trage. Ich hatte irgendwie dieses Sockenbild als Socken interpretiert, obwohl da groß außen vorsteht und man dann sehen kann. Also wenn ich das nächste Mal ein paar Socken finde, ziehe ich es an. Irgendwo lagen in irgendeiner Badewanne welche, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr wo. Ich könnte mir eins meiner alten Videos nochmal angucken. So, wie viel Tageslicht haben wir jetzt noch? 9 Stunden. Das heißt, ich schlafe jetzt mal 4. Ja, ich schlafe jetzt mal 4. Dann essen wir die Schokoriegel, die wir gefunden haben. Beziehungsweise gucken wir mal, ob wir welche haben, die kurz vorm Ablaufen sind, und essen die. Und dann machen wir uns mal auf den Rundweg, um Coastal Highway zu looten. Ach so, das ist kaputt. Deshalb liegt es da. Ganze Wasser auf den Boden gestellt, weil wir so ordentlich sind. So, Durst hat sie auch. Einmal sortieren nach Ablaufdatum, bitte. Okay, die ist schon offen. Die sollten wir dann mitnehmen. Gut, Steppenwolf hat mich auch nochmal darüber aufgeklärt, dass ich nicht so eine Panik kriegen brauche, wenn er mal eine Weile nichts isst. Kriege ich aber wahrscheinlich beim nächsten Mal trotzdem wieder. So, ich trinke dann mal die gammelige Limo, weil er ja Hunger und Durst hat. Also, du meinst, ich kann ihn ruhig ein bisschen hungern lassen? Dann lasse ich ihn jetzt ein bisschen hungern. Obwohl die angefangene Dose Bohnen, die können wir auch noch eben aufessen, ne? Ich habe nie so nachgehalten, ob die schneller gammelig werden, wenn sie offen sind. Aber es ist irgendwie schon irgendwie intuitiv, dass man sagt, das ist jetzt offen, sobald ich wieder Hunger habe, esse ich es. Waren wir in diesem Haus schon? Ich hatte jetzt gerade irgendwie so im Kopf, dass das abgebrannt sei, deshalb habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht. Ich werfe mal einmal einen Blick da rein. Eventuell looten wir es noch. Sieht irgendwie geräubert aus. Ja, hier waren wir schon. Hier hat Ray schon seinen Raubzug durchgeführt. Wir sind voll der Gangster. Hallo? So.
Da sind wir. Ja, also es ist schon interessant, um nochmal darauf zurückzukommen mit diesen Kriterien für YouTube. Was ist nutzerfreundlich oder werbefreundlich und nutzerfreundlich sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Ich meine, ich könnte beantragen, dass das Video nochmal geprüft wird, aber das wundert mich so, ja. Ich habe einen super winzigen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Kanal und irgendjemanden hat genau dieses Video so gestört, dass es offenbar geflaggt hat. Und irgendjemand bei YouTube dachte dann, jo, voll das schlimme Video. Ich meine, eigentlich ist es cool. Fühlt man sich so ein bisschen so Bad Girl-mäßig. Ich mache so anstößige Videos. Da, das ist für das Establishment eine Bedrohung. Da fühlt man sich ganz groß. So, ich glaube, diese Hütte haben wir schon mehrfach durchsucht, weil ich immer dachte, vielleicht hatten wir die noch nicht. Außerdem ist da ein Wolf. Deshalb weichen wir mal ninja-mäßig aus. Wie ein Ninja. Teenage Mutant Ninja. Raymond? Nein, das kommt nicht so gut. Raymond braucht einen anderen Song. Ein Teenager ist er ja auch nicht mehr. Und ein Mutant eigentlich auch nicht. Und er ist auch nicht wirklich ein Ninja. Also nein, dieser Song passt so gar nicht auf ihn. Ja, Ray, lass dir Zeit. Ich glaube, dieser Wolf, der hat uns schon erspäht, überlegt aber noch, ob wir das Rennen wert sind. Ignoriert uns jetzt noch für einen Moment. Wir sind auch schon zu zweit. Es spricht sich wahnsinnig schnell rum. Er ist ein leckerer Mensch. Mit gammeligen Schokoriegeln. Essen wir den doch mal und die Schokoriegel dann zum Nachtisch. Gut. Oder schmelzen die Schokoriegel und tun es direkt drauf. Ray in Schokosoße. Ja. Ich fand ja auch schon, dass der Ray ein lecker Kerlchen ist. Aber irgendwie, wenn Wölfe sowas denken, hat das, glaube ich, eine andere Bedeutung. Jogging, 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 Jogging. Yay, wir sind da. So, keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren, aber hier machen wir auf jeden Fall einen Zwischenstopp. Das nervt mich übrigens, dass ich in dieses Haus nicht rein kann. Ich möchte nämlich bemerken, dass ich eine Brechstange habe. Ich wäre in der Lage, diese Bretter zu entfernen. Das klang jetzt kurz, als würde hier irgendwo ein Flugzeug fliegen. Aber kann ja nicht sein. Flugzeuge gehen ja im Moment kaputt. Können sich ja nicht mehr am Himmel halten. Obwohl der geomagnetische Sturm ist. Nein, wir waren hier schon mal. Okay. Nee. Schaffen wir das dann noch zu den Fischerhütten? An den Fischerhütten waren wir aber noch nicht. Ne? Die standen jetzt nicht auf meiner Liste. Das wäre echt doof, wenn wir jetzt einmal hier rumlaufen und dann waren wir da überall schon. Apropos. Hier. Ja, wir haben eine Brechstange. Das kann ich mal wegtun. Das ist gut, denn bei den Fischerhütten sind ja manchmal so, was heißt manchmal? In einer Fischerhütte sind auf jeden Fall Spinde, von denen meistens mindestens eine verschlossen ist. Und wenn Spind ist verschlossen, wir kommen nicht an Schätze. Das wäre sehr schade. So, wir könnten jetzt die Abkürzung direkt übers Eis gehen. Aber erstens sind da ja manchmal die Wölfe. Oder gehen wir erstmal nach oben. Ray, meine Güte! Er schreckt mich immer so. Lauf, Forrest, lauf! So. Wir gehen halb über die Straße und halb übers Eis. Denn dann sehen wir ja, wenn auf der Straße noch irgendwie Autos stehen, die wir noch nicht gelootet haben. Ah, schon wieder so ein blödes Vieh. Habt ihr alle kein Zuhause? Habt ihr nichts zu tun? Geh doch mal zu den Hütten am Wasser, da sind Hasen. Kannst du aufessen. So, ich kletter mal einmal da hoch. Ich glaube manchmal. Ja, da oben. Verzieh dich. Das ist meine Leiche. Ah, eine Gewehrpatrone. Gleich auf den Wolf abschießen, wenn er nicht verschwindet.
Er hat nicht vor zu verschwinden. Ach Mann! So schnell konnte ich nicht nachladen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht vor, ihn zu treffen. Ich wollte eigentlich ihn nur verjagen. Dass ich ihn auf die Entfernung nicht treffe, war mir klar. Verdammt. Entschuldigung, das war das Telefon. Okay. Mist, jetzt haben wir... verdammtes Infektionsrisiko. Mist, Mist, Mist. Dieser blöde Wolf. Entschuldigt, das Telefon, das hat mich jetzt kurz aus dem Kontakt, aus dem Konzept gebracht. Ach, damn it, wo ist meine komische Fackel? Die hätte ich jetzt gerne wieder. Und jetzt, wo wir etwas bluten, könnte das noch mehr Wölfe auf den Plan rufen. Lass uns mal hoffen, dass wir irgendwo unterwegs Bartflechte finden. Halten wir mal uns etwas oberhalb. Naja, geht gerade nicht, komm hier nicht hoch. Aber im Moment sehe ich an den Bäumen keine Bartflechte. Gut, ich weiß, dass da auf der Haseninsel an manchen Bäumen Bartflechten hängen. Aber hier jetzt gerade nicht. Und ich wollte jetzt nicht darüber laufen. Können wir das gebrauchen? Wirklich? Naja, wenn Ray das sagt... Trockenfleisch. Und eine neue Fackel. Ich frage mich, wie das in Wirklichkeit wäre, mit so einer Leuchtfackel im Auto zu sitzen. Wahrscheinlich nur so mittel. Ich sehe jetzt nirgendwo Bartflechten. Ich fürchte, da müssen wir gleich etwas weiter in die Wälder gehen. Denn ich bezweifle, dass wir in den Fischerhütten Antisept finden werden. Obwohl mich das sehr freuen würde. Lass mich bloß in Ruhe, du dämlicher Wolf. Ich bin echt sauer auf dich. Ja. Einmal Limo, das ist immer gut. Ja, bestimmt. Etwas Stoff. Das ist jetzt, glaube ich, der Wind und kein Wolfsknochen. Damit so lustig rum. Aber ich sehe jetzt tatsächlich keinen Wolf. So, ich gucke jetzt mal. Ich meine, auf der Haseninsel wachsen so Bäume, wo Bartflechte dran hängt. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ich kann jetzt über den Wind... Ich bin mir nicht sicher. Da ist ein Geräusch, was Wolfsknurren sein könnte. Ich hoffe übrigens, bei etwas höheren Skills kann Ray sein Gewehr etwas schneller nachladen. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Armer Ray. Dem passieren immer schlimme Dinge. So, im Moment ist kein Wolf in Sicht, das finde ich schon mal gut. Aber ich sehe jetzt von hier aus auch an keinem der Bäume Bartflechte. Toll. Oder hängt an denen was? Nee. Hier eine Leiche. Hat die Leiche Antisept, wenn da eine ist? Nein, da ist keine. Ich wusste, dass er schreien würde. Auch wenn er sich nicht wehtut. Okay, das war's mit der Fackel. Da waren es nur noch zwei. Gut, dass wir zwischendurch eine gefunden haben.
Da ist das Meer, das sehe ich jetzt gerade nicht. Also, ihr habt mich ja darüber aufgeklärt, dass da manchmal tolle Sachen angespült werden. Auch hier waren wir noch gar nicht. Neuer Ort entdeckt. Okay. Ich dachte, hier wären wir schon gewesen. Umso besser, dann finden wir in dem Haus vielleicht noch ein paar Sachen. Aber an den Bäumen sehe ich jetzt ja auch wieder keine Bartflechte. Und die wachsen ja, glaube ich, auch nur an bestimmten Bäumen. Da hängt Bartflechte. Ah, hier auch. Okay, das sollte auf jeden Fall für einen Verband reichen. Da die Wölfe sich nicht mal beeindrucken lassen, wenn direkt neben ihnen eine Gewehrpatrone einschlägt, brauchen wir auf lange Sicht wohl mehr davon. Aber jetzt sollte das erstmal verhindern, dass wir uns jetzt eine Infektion einfangen. Dann können wir auch noch eben einen Blick hier auf die Bäume werfen. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Wir haben noch lecker Trockenfleisch. Und da wir scheinbar noch nicht im Haseninselhaus waren, finden wir da ja vielleicht noch mehr. Das ist die Hütte, in der wir das Gewehr gefunden haben. Ach ja, schöner romantischer Sonnenuntergang. Also jetzt im Zwielicht möchte ich nicht so gerne ans Wasser gehen, weil ich nicht weiß, ob ich dann immer so unterscheiden kann, wo noch Eis ist und wo schon Wasser ist. Da sind wir dann mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, die Nacht bricht herein, aber wir sind ja auch in der Nähe eines Shelters. Deshalb müssen wir uns da jetzt nicht fürchten. Naja, das gucken wir uns mal bei Tageslicht an. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Okay, wir müssen langsam gehen. Ich bin jetzt einfach mal ganz optimistisch, dass kein Wolf mehr auf uns zukommt, um uns zu behelligen. Ja, ist ja gut. Du bist müde, es wird dunkel. Wenn du jetzt noch mal einmal Gast geben würdest, wärst du ja gleich da. Ich glaube, ich würde gerne auf der Haseninsel wohnen, wenn dieses Haus einen Kamin hätte. Wäre ich sofort dabei. Wenn dieses Haus einen Kamin hätte, könnten wir jetzt zum Beispiel etwas Hagebuttentee kochen. Ja. Also, erstmal den Verband herstellen. Guck mal, noch eine Stunde Tageslicht. Hätten wir jetzt noch ein Buch, könnten wir lesen. Okay, zwei Bartflechten bräuchten wir für einen weiteren Verband. Ein bisschen kann man zwar noch sehen, aber ich weiß nicht, wie das dann auf YouTube ist. Deshalb machen wir mal unsere schöne Lampe an. Da liegt doch was, oder? Ah, Cracker. Solche Leckereien kann man vor mir nicht verstecken. Nee, 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 nee. Erdnussbutter steht drauf. Obwohl, ich glaube, an Erdnussbutter habe ich mich mal vergiftet. Ich glaube, das war Kimi in der Bären-Challenge. Oder war es die Nomaden-Challenge? Ich weiß es nicht. Irgendwo musste ich dann auf jeden Fall deutlich länger bleiben als geplant, nämlich nochmal so einen Tag, weil sie sich einer Erdnussbutter eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte und dann halt Antibiotika nehmen und 10 Stunden schlafen musste. Achso, den hatte ich schon. Hier geht's noch weiter. Noch so viele Schränke zu durchwühlen, noch so viele Schätze zu finden. Naja, oder auch einfach nur leere Schränke. Das ist manchmal so random, ne? Da haben die Leute dann alles ausgeräumt und alles mitgenommen, nur den einen Schokoriegel nicht. Jetzt habe ich einen Schrank ausgelassen. Hier wird auch der Liebe für Pfannkuchen wieder Ausdruck verliehen. Finde ich. Was war das? Ach so, das war die Lampe dann. Ich hatte schon Herd löschen. Brennt der? Bezog sich auf meine Fackel. Da stand ich jetzt ganz kurz auf dem Schlauch. So. Welche coolen Klamotten hat der Kerl? Oder hatte der? Oder die Kerlin? Er hat auf jeden Fall keinen Radioempfang. Ah, guck mal, nochmal Socken. So. Dann ziehe ich die jetzt an, ja?
die Wunden noch nicht behandelt gehabt. Gut, dass ich noch mal ein... Komm, jetzt tun wir die Lampe aber noch mal weg. Danke. Gut, das sieht immer noch so ulkig aus. Achso, Pulli hatten wir gefunden. Auf die Hälfte der Condition, das heißt, wir verdoppeln die Werte mal, das wäre dann 0,26. Nö, das Hemd ist besser, oder? Ha, oder doch nicht? Gut, es ist jetzt zu dunkel, um noch Sachen zu reparieren, aber wir haben relativ viel Stoff hier zu finden. Deshalb würde ich sagen, wir bringen den einmal auf 100% und gucken mal, wie gut oder schlecht er dann ist. Aber nicht mehr heute und auch nicht mehr in dieser Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!